Kommen wir zu den Das, Gadget. das Ding. Kennst du es? Ich hab's gesehen, ja. Bitte. Der Tiny Bot. Das ist ein sehr interessantes Gerät. Ich verstehe es zwar immer noch nicht ganz, was. Also, ich verstehe es zwar schon, was es tut und was es macht, nur verstehe ich nicht, wer das haben wollen würde. Jedenfalls, wer kann sich noch an den iPod erinnern? An den ersten? Kannst du dir daran ja, erinnern? Ich will dir jetzt gleich fertig erzählen lassen, weil es ist ja ganz witzig. Ja, erzähl einmal zuerst deine Geschichte fertig. Ich habe keine Geschichte zum Erzählen. Achso, Also, nein, das sag mal, was das ist da zuerst. Ja, wer sich an den ersten iPod oder an den iPod generell erinnern kann, das war so der MP3-Player von Apple. War ja eigentlich kein MP3-Player, aber der Musikplayer von Apple. Mit Warum einem. war es kein MP3-Player? Weil du keine MP3s einfach so aufladen hast können. Ach so, ja gut, hallo Apple, hallo. Ja, das waren keine MP3s, das waren Also bitte, AAC-Files direkt aus dem Store. Du warst ja nicht frei. das warst du nicht frei? Na, ich glaube, du warst du gebunden an iTunes, oder? Nein, iTunes, schau, du hast ja in iTunes alles importieren können, was du besessen hast. Ach so, ja, Ja, ich mein, das möglicherweise natürlich, schon. du hast Ja. den Umweg gehen müssen. Ich meine, es hat ja so Zeiten gegeben, da hat man iTunes, das kennt man das heute überhaupt noch? Ist hat es wohl gegeben bis vor kurzem. Ja, aber jetzt ist mittlerweile ist der Name ziemlich verschwunden. Also iTunes war diese horrende, schlechte Software von Apple. Und iTunes war eigentlich so im Grunde die erste legale Plattform, also nicht die erste, aber die erste größere Plattform, die es ermöglicht hat, legal Musik zu erwerben und zu Ja, kaufen. vor allem, du hast da Alben erwerben können damals. Da hast du einzelne Songs rauskaufen können. Genau, ja. Und das war das durchschlagende Modell. Aber du hast halt immer, egal ob du das schon besessen hast, den Weg über iTunes gehen müssen, dein iPod mit einem Kabel anstecken und alles drauf synchronisieren. Genau. Und der iPod, der hat halt, war ein ziemlicher, eigentlich cooles Gerät, weil es hat da, glaube ich, eigentlich 60 Gigabyte Variante gegeben. Das, also nicht vergessen, wir reden da von Zeiten, wo so MP3-Players Chips drin gehabt haben mit, keine Ahnung, 8 GB, 16 GB vielleicht. Und der iPod hatte teilweise sogar noch eine rotierende Mini-Festplatte drinnen gehabt mit, glaube ich, 60 GB oder 80 Das war GB noch Zeit, Variante. ne? Ja, heute hat man das alles so irgendwie in sein Phone drinnen und fertig. Oder man nutzt eh sowas wie Spotify oder ja, iTunes, Apple Music. Jedenfalls, der Player an sich ist schon ein bisschen so eine Ikone unter Fans, auch immer noch sehr beliebt. Also er wird teilweise noch, ich kenne sogar noch Menschen, die den auch nutzen im alltäglichen Betrieb. Und der Tiny Bot, das jetzt rauskommt, das ist jetzt nichts anderes als ein Gehäuse mit eben so diesem One-Click-Wheel, also für die Tastenbedienung, also für die Bedienung. Und was man jetzt aber, was jetzt da anders ist, der bringt selber kein Display oder irgendwas mit und auch keinen Datenspeicher, sondern das ist nur eine Fernsteuerung. Und ferngesteuert wird damit nur die Apple Watch, genau, die man ohne Band in dieses Gehäuse eben rein friemelt. Und ja, man hört dann quasi Musik über die Apple Watch und hat eine iPod-ähnliche Steuerung dafür. Ja, es ist eine Seite, die ich nicht benutzen kann, weil da gibt es nichts zu sagen. Keine Ahnung, gibt es noch nichts zum Kaufen. Man kann wirklich gar nichts machen. Schade eigentlich. Coming this summer. In schöner Apple-Schrift unten drin. Okay. Na, da kann man jetzt gar nicht einmal wirklich was machen. Ich wollte jetzt eigentlich noch mehr dazu sagen, aber die Webseite funktioniert. Naja, du hast es schon angesprochen, der iPod Classic, der hat ja noch immer ich meine jetzt nicht riesige, aber der hat eine Fanbase. Ja. Und es gibt ja sowas wie Rockbox,
wo du noch Firmware und sowas und Dev-Builds und das alles kriegst. Also das heißt, der lebt ja noch weiter mit jetzt neue Funktionen und du kannst ja mittlerweile viel, viel mehr machen damit. Also da gibt es schon ganz, ganz coole YouTube-Videos auch dazu, was du alles mit einem iPod Classic tun kannst. Weil viele wollen halt quasi, ich meine, er hat halt auch nebenbei noch einen großen Vorteil, er hat halt einen Klinkenanschluss. Ja. Und du kannst halt jetzt wirklich noch unter Anführungszeichen so halb digital, halb analog Musik hören. Genau. Was du jetzt an in neu, was halt mit dem iPhone oder so nicht kannst. Ja, stimmt. Und Mit deshalb ist er halt noch, man, er hat Einschränkungen, du kannst zwar SSD und du kannst das alles tauschen, das ist alles okay, leider du hast halt noch immer diesen proprietären Stecker von Apple. Ja, genau. Und der ist halt, sagen wir mal so, wo ist der stecken geblieben? Ist der, was hat denn der für Geschwindigkeit überhaupt? Boah, keine Ahnung. Es ist der 6, wie heißt der, 6-Pin oder was war das? Oder Ja, war das nicht der 4-Pin? Firewire-Anschluss generell? Nein, nein, das war ganz am Anfang, glaube ich, hat dann Firewire gehabt. Ah ja, Zum stimmt, ja, Schluss ganz am aus sie, Anfang, ja. zum Schluss also war es dieser längliche Stecker da. Wie hat denn der Kasen? Kannst du da mal schauen? Ich schau Nimm mal gerade. einfach meinen letzten iPod Classic. Den letzten iPod Classic. Sechste Generation. Naja, sag's mir nichts an. Charging Cable. Der USB war's nicht. Das war das da. Das war der 30, der 30-Pin war das auf USB. Apple 30-Pin to USB-Cable. Ist ein USB-2-Anschluss. Ja, ah, okay. Ja, okay. Dafür wird man heutzutage schwer Ersatz kriegen, um es zu laden, ja. Das Kabel kriegst du problemlos zu kaufen. Ah, okay. Das verkauft sogar Apple noch. Ah. Was ist das da, das komische 30-Pin Ja, genau. Sync-Kabel, Ja. okay. Also Apple verkauft das Kabel auch noch. Ah, okay, ja gut. Also das waren ja noch Nein, das war ist aber noch besondere. ein der, was sie noch beim ersten iPhone gehabt haben, oder? Das war das, was bei den ersten iPhones da Ja, war, ja. okay. Ja. Ja, und was haltest du von dem Gerät? Ich weiß es nicht, ich meine, es macht die Apple Watch endlich sinnvoll. Gewartet. aber ich weiß es nicht, also. Warum bringt man nicht einfach gleich einfach einen MP3-Player außer? Ich glaube, du brauchst schon. Ich meine, mich wundert auch, ist das nicht wegen dem Patent, könnte das ja so eine Geschichte werden. Was MP3? Der komische Player da. Was für ein Patent soll das verletzen? Ja, das Clickwheel. Es gibt da drauf ein Patent. Ja, klar. Oh. Also das Ding hat sich Apple patentieren lassen, ne? Okay. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe es gesehen und habe mir gedacht, okay, ja, nett, cool, das Clickwheel war eigentlich ganz nice. Und dann, okay, Apple Watch, wieso sollte ich das haben wollen? Also, die Apple Watch ist jetzt nicht unbedingt das günstigste Device, was du da so aufs Handgelenk draufschnallen kannst. Also, die kostet schon mal, sagen wir mal, Einstiegspreis, wenn du gut anfängst, 400 Euro. Jetzt hast du eigentlich eine voll funktionsfähige Sportuhr, also die du auch für
keine Ahnung, Sportaktivitäten und Bodytracking und was und so weiter hernehmen kannst. Und jetzt kaufst du erstens einmal eine Apple Watch, dann zweitens dieses Case und dann verbindest du die zwei Sachen, um damit einen, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, was das Case da kostet, aber gehen wir mal davon mindestens 150 bis $200 aus, dann hast du etwas, was 600 € kostet, um Musik anzuhören. Du kannst ja alle anderen Funktionen nur nutzen. Welche? Du kannst die Navigation nutzen. Und das weiß ich nicht, ob das so einfach geht. Weil, Ja, du hast ja das Touch-Display. wenn du die Apple Watch abnimmst und die erkennt hinten, dass es keinen Kontakt mehr zum Körper hat, ist die Apple Watch gelockt. Wahrscheinlich, wenn es das mit dem Case halt Dann musst du dein austricksen. PIN eingeben, damit du sie nutzen kannst, bis sie sich nach ein paar Sekunden wieder Ja, lockt. gut, das könnte schon mal ausstellen, ne? Das heißt, ich deaktiviere erst einmal ein Sicherheitsfeature meiner Uhr, dass nicht Ja, jeder meine gut. E-Mails lesen kann, die auf der Uhr ankommen oder zu lesen sind, damit ich einen 600 € MP3-Player habe, der nicht einmal einen Klinkenstecker hat, weil die Musik kommt ja von der Uhr. Was soll ich sagen? Was kauft man eine Apple Watch? Na, was kauft man das? Ich versteh's, also. Also ich sag so, ich habe da keine Bedenken. Wenn jemand eine Apple Watch kauft, kauft er das auch noch. Ich würde mir sowas nie im Leben kaufen. Also das ist ungefähr so, wir haben einmal diese Aufstecktastatur von den einen YouTuber, der kommt fürs iPhone. Ja, genau, ja. Verkauft sich ja. Also, wo ich mir denke, ich weiß zwar nicht, wer das wirklich braucht, aber verkauft sich. Verkauft es sich wirklich? Was ich so mitkriege, glaube ich, verkauft sich das, ja. Das ist klar, kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich krieg's immer wieder mit, dass Leute begeistert davon sein. Okay, gut. Ich weiß aber nicht mehr, wie es geheißen hat, Ja, auswendig. ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß mir, ob es so in der Sendung gehabt, ja. Ja, ich finde es irgendwie ein sehr weirdes Gadget, aber. Klicks hast's. Klicks, ah ja, genau, ja. Kopier es mal eine nochmal in die Show Notes. So. Ah ja, genau. Oh ja, genau, das war das da, ja. Naja, die Aufstecktastatur, die komische. Aber die macht wenigstens noch irgendeinen Sinn, in meinen Augen. Ja, das ist eine gute Frage. Aber ja. Also ich mach mal da, das Ding könnte sich schon verkaufen. Also das würde mich nicht einmal überraschen. Ja, aber. Ja, okay. Bin ich mir nicht so sicher, ob sich das verkauft. Ja, das werden wir dann sehen.